Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Ark Fjodor. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, hab hier so eine Höhle gefunden als Unterschlupf. Bin mal kurz nach Hause geflogen und da habe ich meinen Scheinhorn wieder gesehen. Das ein bisschen kurios unter der Erde geglitscht ist. Wenn ihr wisst, wie man das irgendwie regeln kann, dann würde es mich freuen, wenn ihr da was in die Kommentare schreibt. Und ich gehe heute mal ein bisschen in die Lüfte. Zum Glück bist du kein gefährliches Tier. Ich habe schon gedacht, hey. So. Ja, und wenn du neu bist, darfst du gerne ein Abo da lassen. Hier ist immer ganz chillig und gemütlich. Auch mal. Wow. Junger Vater, du hast aber Dinger bekommen, ey. Nachdem ich noch keine, sage ich jetzt mal, Rückmeldungen bekommen habe, würde ich sagen, das gilt denn auf meine Weise. Ich sollte denn auf jeden Fall auf mindestens 5000 Angriff haben. Und ein bisschen auf Nahkampf und 2 Punkte auf Gewicht. Ha. Und du brauchst was zum Spachteln, gell? Ja. Kannst du den eigentlich tragen oder so? Oha, Alter. Junge, Junge, Junge. Gut. Also hier ist ja nichts, gell? Ja, ich habe ja beim letzten Mal keine Gachas gefunden. Na, gucken wir jetzt einfach mal, ob wir hier was finden. Vielleicht ist ja diesmal was aufgetaucht. Und ich muss mir einen Teleporter in diese Höhle machen. Weil da drüben, da kannst du richtig Material farmen. Ey. Da ist alles da drüben. Obsidian, Eisen und so weiter. Ah, ein Dungbeetle in 100er. Sehr schick, schick. So. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ey? Ich habe mir doch da was aufgeschrieben. Okay. 12. 89. 1289. Uiuiui. Ob wir das finden? Das wage ich zu bezweifeln. Gehen wir mal in diese Richtung. Ey, was ist denn da? Ist da etwa ein Obelisk? Ah, da ist nichts. Weil wir sollten unbedingt einen Gacha finden, der wo uns schwarze Perlen macht. Das ist ganz wichtig. Ey, ich bin überall rumgegangen, gell? Aber jetzt auf einmal finde ich die Gachas. Das ist geil. Das ging ja mal schnell und rucki-zucki. Okay, also von diesem Eulengebirge habe ich nichts. Oha, ein Tapecara, ein hoher. Aber den brauche ich eigentlich nicht. Wir sollten halt gucken, dass wir ein Tapecara, nicht ein Tapichara, ein Gacha bekommen. Der, wo ein hohes Level dementsprechend hat. Und einen. Oh, das ist ein 145er und ein 55er. Wir beobachten jetzt mal das Treiben hier. Was bist du? Du bist 95er. Und was ist das da drüben? Das ist nichts, das ist einfach nur ein Stein, ey. Und da, wo dann schwarze Perlen rauskommen, sollte das funktionieren. Oha, die jetzt auch. Was sind das? Terrorbirds. Ey, hier ist es aber gemütlich. Lauter Gachasee. Komm, schweiß mal was, Kumpel. Oder du? Cool. Coole Sache, ey. Ja, ich weiß noch nicht. Müssen wir mal schauen, was das so tropft hier. Na? Komm, schmeiß was. Ja, das ist eine schwierige Sache. Okay, du rennst weg vor einer Sau.
Machen wir mal ein bisschen die Tiere weg hier. Kann ich dich eigentlich tragen? Ja, jetzt auf einmal schaffe ich's. Oha, das mal los, du hast schon richtig gut Power. Wow, guck mal, was der an Blutinfusionen machte. Alles klar. Oh. Hey, Dickerle, ich will doch gar nichts von dir. Ich habe dich nur versehentlich angedötzt. Lass das doch. Na, bist du noch sauer? Ah, ich hoffe mal nicht. Äffchen. Es wäre schön, wenn du hier bleibst. Auf jeden Fall bekommst. Oha, der hat schon gut was gesammelt. Guck mal das an, ey. So viel verdorbene Sachen, ey. Oha. Was passiert eigentlich, wenn man Gacha ein Blutelixier reinpumpt, ey? Wenn er sauer ist, sollte man ihn in Ruhe lassen. Ich hoffe nicht, dass du jetzt der Hohe bist. Oder derjenige, der mir schwarze Perlen bringt. Komm rein. Komm. Und tschüss. Wiedersehen. Wir sehen uns später wieder. Wow. Also die Geschichte, die hätten wir. Und kein anderer Gacha ist anscheinend sauer. Ey, das ist ja cool hier. Ey, das würde sich doch eignen für eine Basis hier oben, oder? Geschweige denn, man hat Ruhe vor diesen Terrorbirds. Ich wollte doch gar nichts von dem. Okay, da ist ein 55er. Aber machen wir mal kurz die Schildkröte platt. Oder lassen wir die Schildkröte mal leben, ey. Vielleicht gibt es ja noch anderes Tierchen. Ja, hier ist es friedlich. Was ist da drüben? Habe ich noch genug Ausdauer? Ich habe genug Ausdauer. Schauen wir mal. Das ist jetzt aber kein Element oder sowas. Boah, Junge, was ist da drin? Ja. Ich hab dich gleich. Aber anscheinend kann ich den mir nicht nehmen. Hey, was ist denn das hier? Okay. Alles klar. Hey, das ist ein bisschen komisch. Was ist das hier für ein Material? Warte mal. Okay, also Kristalle. Aber nichts Außergewöhnliches. Nee, nur ganz normales Standardzeug. Aua. Sage mal. Weißt du, du kannst so umgeben. Ja, komm her. Ja gut, eigentlich habe ich angefangen, gell? Den Moschops, den hatte ich ja schon gesehen. Was hast du für ein Level? Nee, ich will ich jetzt nicht haben. Das einzigste. Oha, okay. Ey, das sammelt Zeug wie Verrückte. Das ist ja nicht normal. So. Wieder auf Leben und Angriff. Kommen die Kristalle, die kannst du dann wegschmeißen eigentlich. Metall auch. Das wiegt halt nichts. Was bist du für ein Level?
Ich will eigentlich nicht. Aber ich brauche ein bisschen Blutinfusionen hier. Ich bin der Vampir. Yeah. Ey, was hat das denn auf sich, dass das hier so so komisch strahlt hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Könnte das sein, dass hier oben unten Wyvern sind oder sowas? Wenn hier Wyvern sind, dann mache ich lieber die Biege. Aber das ist ein schöner Spot, hey. Für jeden, der wo bauen kann. So richtig. Ist das echt top, hey. Was haben wir da unten? Ja. Kommen wieder Nachrichten reingeplättet. Ist echt krass, hey. Was haben wir da? Okay, also der lässt jetzt was gerade schmeißen. Ey, Kumpel. Rüste dich mal mit der Waffe aus. Wo hast denn du das jetzt hingeschmissen? Die Titanoboa, die ist runtergeklitscht. So, du warst es, wo das jetzt geschmissen... halt mal. Okay, der macht anscheinend Feuerstein, der 55er. Und die haben ja die Titanoboa platt gemacht. Und der klitscht hier irgendwie rum, ey. Okay, der 55er hat auf jeden Fall Feuerstein. Und ich bin hammerhart, schwer wie Sau. Komm, mach mal die Kristalle weg. Na kommt, Jungs und Mädels. Oha, da sind ja ganz viele von diesen Dingern. Und tap. Und tap. Und von dem 20er. Desmodus, komm her. Warte mal, du bist der 95er. Nein. Oh Gott, ey. Haben wir noch einen? Nee. Ey, so viel Zeugs hier. Das ist der helle Wahnsinn, ey. Das kann ja echt eine Weile dauern. Okay. Wo ist denn jetzt eigentlich der 145er? Ja, macht kaputt, macht alles kaputt. Oha. Ich weiß jetzt nicht, von welchem das war. Machachi. Da ist der 145er. An dem sollten wir dran bleiben. Fallen gelassen von dem 145er. Ha, Junge, du bist ein Noob. Ja, aber das gefällt mir hier. Besonders so unterm Baum und dann hast du es immer so hell und so richtige gesellige Gachas um dich rum. Ja, wir müssen halt herausfinden, wer hier was schmeißt, richtig. Warum geht der Desmodus immer wieder runter? So, deine fast 5000 Leben hast du schon. Jo. Junge, da könntest du zähmen hier. Okay. Na? Also wenn der Desmodus immer zu weit in der Nähe vom Boden ist. Oha.
So, geht der anscheinend der 25er bist du. Yes, den 25er, den müssen wir uns schnappen. Vielleicht kann der auch noch ein bisschen. Genau, sitz dich hin, sitz dich hin, sitz dich hin. Vielleicht tropfst du auch noch was Geiles. Und zack und zack. Yes, den haben wir. Aber friss mir nicht alles auf, Alter. Ich brauch da noch was. Was hast denn du jetzt eigentlich für Produktion? Halt! Feuerstein, Stroh, schwarze Perle, unblaues kristalliertes Harz. Oh, Lehm machst du auch. Oh, du bist ein Guter. Du bist ein Guter. Du kriegst einen Platz in meiner Sammlung. Aber ich habe jetzt bloß nicht. Ja, wie sagt man? Wir sollten uns auch noch den 145er mitnehmen. Boah. Da haben wir den, was wir wollen. Das ist schon mal gut. Das ist eins unserer Ziele gewesen. Das ist auch von dem Gacha gewesen, von dem 25er. Und das hier auch. Mal gucken. Rohsalz. Und Harz. Rohsalz und Harz brauche ich jetzt eigentlich nicht. Boah, der hat mir 20 Metalle gefressen. Du lässt auch demnächst was fallen, das spüre ich. Das warst du. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man dem die Blutinfusion noch hinpackt? So, Desmodus, du hast deine Sachen hier. Zwei. Oha. Da können wir demnächst in die Perlenproduktion einsteigen. Okay. Ey, das ist hier ein chilliger Platz, ey. Ich glaube, da könntest du einfach nur einen Item-Collector hinstellen und sammeln ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, welcher diese schwarzen Perlen getroppt hat, ey. Boah. Vielleicht du. Ja, das ist jetzt ein bisschen fies hier. Der 20er, 20er. Sind die Kleinen die, wo die Sachen rausspucken? Warte mal. Eben. Ich glaube, das war der da. Warte, warte, warte. Wo hast du das jetzt hingeschmissen? Der 20er ist das bestimmt. Warte mal. Ah, hier ist mein Desmodus. Cool. Also der 20er. Ich glaube, dass es der hier war. Ich weiß doch, dass du das bist. Warte. Komm, nimm. Nimm. Du sollst nehmen. Yes. Oh. Du hast es genommen. Du frecher Lump. Du solltest es doch gar nicht nehmen. Komm mal mit zum Desmodus. Komm hier hin. Sei ein braver Gacha. Gut. Ich wollte doch den hier haben, Mensch. Hammer. Zack. Halt. Zack, zack. Yes, den haben wir auch. Halt. Gib das her. Der hat jetzt die ganze Metalle gefressen, du Fressack, du. Halt.
Okay, da gibt es Lithiumperlen. Das ist auch nicht schlecht. Wow. Was mache ich denn mit so vielen Gachas, ey? Geil. Was ist mit dem Gacha los? Der Gacha dreht durch. Bist du eigentlich auf Wandern oder sowas? Komm mal her. Halten. Folgen aktivieren. Oha, Leute. Das wird noch eine anstrengende Geschichte. Aber den 145er, den sollte ich mir auch holen. Hammer. Also, du kannst dann. Die können alle halt. Ich glaube, die lasse ich alle auch zufällig. Hallo, komm doch mal. Ey, das ist schlimm. Kannst du jetzt kommen? Komm mit. So. Oh Gott, ey. Ey, lauter Gachas. Ich weiß es aber immer noch nicht, wer diese Kristalle getroppt hatte. Und Tap. Der 145er droppt organisches Polymer. Da ist noch einmal einer. Ey, das ist ja. Und nochmal organisches Polymer. Junger Vater. Was machen wir denn da? Wir können doch nicht lauter Gachas zähmen. Ich hätte noch einen gern gehabt, der wo. Halt. Die Wumme, die tust du ausrüsten, ich sag's dir. Okay, Kristalle. Ja, ich denke, wir haben unser Ziel hier erreicht. Was bist du für einer? Ey, warte mal, warte mal. Vielleicht habe ich bei dir noch Glück. Komm schon. Komm hierher. Komm her. Hey. Das ist doch jetzt. Kann doch nicht die Möglichkeit sein. Komm jetzt. Oh. Du sollst doch das hier und das hier fressen. Na? Oha. Habe ich noch irgendwelche Strukturen? Warte mal. Und hepp. Manchmal kann man das ja so beeinflussen, dass es das einfach macht, gell? Alle hopp. Ich fütter den jetzt mit allem, was hier drin ist. Braucht es ja gar nicht. Okay. Die Seite, die nehme ich mal mit. Chitin. Ja, da geht das Zeug immer runter. Der hat auf jeden Fall noch ein paar. Kannst du mir so eine Blutinfusion. Elixier, Blutelixier geben. Komm, gib mir mal. Warte, warte, warte. Geht es? Okay, also, das hat funktioniert. Der Fortschritt, der ist, geht gigantisch runter. Ich brauche irgendwie Metalle oder sowas. Na komm.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay, einmal noch fressen, oder? Yes. Den habe ich ja auch. Und was produzierst du? Ja, der produziert jetzt nicht wirklich was Gescheites. Komm am besten mit. Holt meine Sachen. Alter. Die nehme ich wieder mit. Du hast hier überhaupt nichts gegessen. Also, ich habe jetzt einen Haufen Gachas. 4 Stück an der Zahl. Das sollte eigentlich normalerweise reichen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. So. Ihr zwei kommt mal mit hier. Und kommt zu diesem komischen, verrückten Kerle. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. Einen habe ich noch hier bei mir. Ja, nicht mal das mit dieser Blutinfusion hat geklappt. Aber wir haben schon mal den ersten Gacha mit schwarzen Perlen. Ne? Wir brauchen jede Menge davon. Hat dir diese Folge gefallen, solltest du auf jeden Fall noch die nächste Folge anschauen. Wenn du Bock hast, kannst du auch noch die Playlist angucken. Andere Videos stehen auch parat. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und ciao.